Hey Leute! Ja, es ist soweit, wir können heute endlich mal ein bisschen kochen. Wir haben zwar noch lange nicht auf, allerdings gibt es heute sozusagen eine kleine Privatveranstaltung. Und zwar hat mein Vater Geburtstag und dieses kleine Event nutzen wir einfach, um schon mal unsere Küche auszuprobieren. Denn ja, sie ist jetzt soweit komplett. Es ist noch nicht alles angeschlossen. Genau zwei Sachen fehlen noch, und zwar die Geschirrspülmaschine und der Kombidämpfer, also der Ofen sozusagen. Aber alles andere können wir schon mal nutzen und werden dann heute für ein paar Familienmitglieder ein kleines Menü kochen. So, wir haben schon ein bisschen was eingedeckt. Das sind jetzt noch nicht unsere Original-Geschirr-Sachen, weil die ganz einfach noch nicht komplett da sind sozusagen. Kommen erst nächste Woche oder so. Ja, gehen wir in die Küche. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr nach Küche aus. Josef macht schon mal irgendwas. Irgendwas? Was hast du denn, Josef? Ich bereite gerade den Teig vor für den rohen Käsekuchen. Ja, das ist sehr gut. Ja, wir sehen, das sieht schon mal richtig gut aus mit dem Gemüse hier, schon mal besser als jedenfalls in den ganzen Videos, die ihr vorher so gesehen habt. Ja, auch wenn es noch ein bisschen unordentlich ist. Aber das gibt sich noch demnächst, hoffentlich. So, mal schauen, was das wird heute. Ich bin gespannt. Bis später. Machst du schon Feierabend oder was? Ja. Was denn? So, wir sind fertig. Passt. Die erste Etappe zumindest. Die erste Etappe, genau. Und nachher wird angerichtet. Das kriegt ihr dann hoffentlich auch noch zu sehen, wenn ich das nebenbei hinkriege. Ja, ich komme. Ja, wir schreiben jetzt sogar mal eine schöne Tafel heute ran. Und zwar haben wir ein rote Beete Carpaccio mit Cashew, Parmesan und Rucola. Kommt dann aber nicht, ne? Rucola. Den Parmesan haben wir noch nicht. Toll. Machen wir gleich. So. Kombüsengulasch mit Kartoffelspalten. Und als Dessert gibt es einen Rohkost-Käsekuchen und der nächste Blumenkopf. Milan hat sich schon den Platz aufgesucht. Da steht das Glas ja auch. Ja, das ist eher. Ist eine Kette? Hier ist ein Bier. Sag mal. Vorm Film machst du das, Josef. So, die Vorspeise ist fast fertig. Die Vorspeise ist rote Beete Carpaccio. Mit? Genau, mit Sprossen und Rucola. Ach so, und Cashew-Parmesan natürlich. Und selbstgemachter Balsamico-Creme. Die nicht aus der Flasche kommen. Die rauskommen. Aha. Zum Glück ist die Verspeise kalt. Genau, zum Glück ist sie kalt, also sie kann nicht kalt werden. Das ist ein großer Vorteil. Doch. Was war das jetzt? Ein Blechkarton hätte wahrscheinlich gereicht. Gulasch. Das ist der Kombüsengulasch. Genau. Besteht aus? Kombüse und Gulasch. Genau. Also aus Sojaschnitzel. Warte mal, wo sind die Sachen zum Schmeißen? Aus Sojaschnitzel. Und ja, Paprika, Zwiebeln, Pilzen. Oh, guck mal, das Kopf, wie ich mir das vorgestellt habe. Cool, ja. Weil jetzt ganz ja nicht an, oder? Wir waren die ganze Zeit nicht an, ey. Wir waren angemacht und dann hat er sie hingelegt. Aber ach so, das dachte, das hat damit zu tun. Ich wollte mal Kameramann. Ach, das ist ja, das Mikrofon. Wir haben leider verpasst, das Dessert zu filmen, aber ja, ist auch nicht so schlimm. Wenn ihr gerne wissen wollt, was es gab bzw. wie das aussah, dann findet ihr das Foto auf Facebook und auf Instagram. Ja, hier. Ich habe jetzt den Abwaschturbo eingelegt. Abwaschturbo? Ja. Genau, ist noch ein bisschen übrig. Achso, hier ist noch ein kleines bisschen Rest von dem. Von dem leckeren Dessert. Genau. Ein Rohkost-Käsekuchen mit Erdbeeren. Sehr, sehr lecker auf jeden Fall. Und ganz schön viel. Ja, ich hoffe, ihr habt ein kleines bisschen Spaß gehabt bei diesem kleinen Einführungsvideo. Sozusagen als Einweihung für die Küche. Ja, demnächst wollen wir auf jeden Fall auch hier richtig loslegen. Nächste Woche am 4.7. wisst ihr ja schon, soll es richtig losgehen. Und
ja, in dieser Küche werden wir auf jeden Fall auch, zumindest planen wir das, ab und zu mal Kochvideos drehen, also auch mal ein paar Tagesgerichte, Rezepte vorführen. Okay, dann warten wir jetzt in das Amtes und tschüss und bis zum nächsten Mal.